Hallo liebe Zuschauer, wir melden uns aus dem verregneten Municipal de Ipurua. Seien Sie herzlich begrüßt zu dieser heutigen Partie. Am Mikrofon begrüßen Sie ganz herzlich Wolfuß und Frank Buschmann. Und heute präsentieren wir Ihnen ein Ligaspiel. Und das ist eine Partie, die schon im Vorfeld für viel Gesprächsstoff gesorgt hat. Ja, das ist durchaus kein Spiel wie jedes andere. Ja, das ist so ein Spiel, wie du es dir als Zuschauer wünschst. Spannend, interessant. Und es ist eins klar, es wird hochklassig. Das ist Ihre Startaufstellung heute. 5-3-2 sehen wir heute bei Ihnen. Ist auch nicht die gebräuchlichste aller taktischen Grundordnungen. Ja, aber wer weiß, Wolf, das könnte schon passen. Grundsätzlich sind Sie damit natürlich erstmal defensiv ausgerichtet. Aber dann kommt es aufs schnelle Umschalten an. Und so werden Sie heute dieses Spiel angehen. Wir sehen bei Ihnen heute ein 4-5-1, aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch, können so variabel attackieren. Also da ist es egal, dass da nominell nur eine Spitze dabei ist. Der Ball ist freigegeben und das Spiel beginnt. Gentner. Das macht er gut. War kein guter Pass. Ja, da gibt es gute Anspielstationen. Er ist frei, da kann was draus werden. Klasse Volley. Was für ein Tor. Wunderbar, wie er diesen Volley getroffen hat. Absolutes Traumtor. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter. Und dann ist die Abwehr zwar da, dann ist sie dran. Alles einfach klasse gemacht, schön durchgesetzt. Ein tolles Tor. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Außen hätten sie jetzt Platz. Und da haben sie den Ball. Da verlieren sie den Ball. Da entscheidet er auf Vorteil. Sehr gut gemacht vom Schiedsrichter. Schönes Tackling und den Ball erobert. Edward Nketiah. Das könnte was werden jetzt. Ah, das war dann zu harmlos. Ball ist weg. Uribe. Oh, weiter mit dem Ball. Tolle Szene. Jetzt gibt's Eckstoß. Ja.
Die Ecke kommt. An die Latte. Oh, er kann klären. Eigentlich alles richtig gemacht. Auf dem Weg zum Ausgleich. Und dann ist es. Und jetzt diese Chance. Kein Tor. Unglaublich, die Riesenchance zum Ausgleich. Sowas darf man nicht liegen lassen. Schön dazwischen gegangen. Jetzt wird's gefährlich. Der Angriff könnte was werden. Was für eine Chance. Kein Tor. Und jetzt ärgern sie sich natürlich. Das war kein guter Abschluss. Legt sich den Ball hin. Gleich kommt die Ecke rein. Kommt rein. Da rettet er. Ball geht an den Pfosten. Ja, da hätten sie weiter davon ziehen können. Es war viel Pech dabei. Ball landet am Aluminium. Das Ding hätten sie gerne mitgenommen. Vielleicht bekommen sie gleich die nächste Chance. Und das gibt Eckball. Ich weiß nicht, ob wir hier die Wiederholung noch gebraucht hätten. War ja eigentlich in Echtzeit schon recht deutlich. Ja, aber so gibt es dann eben keine Diskussionen mehr. Ecke in die Mitte. Da bekommen sie den Ball nicht raus. Ja, wird geblockt. Und so kannst du den Torhüter natürlich nicht vor Probleme stellen. Ob er sich schlimmer verletzt hat, es wirkt zumindest so. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Der Keeper hat den Ball, der war nicht platziert genug. Toll, ja. Edward Nketiah. Niemand kann ihn aufhalten. Gutes Dribbling. Ball läuft da gut jetzt. Da kommt der Schuss. Da muss mehr kommen, Freunde. So wird das sicher nichts mit dem Tor. Christian Gentner. Tor! Da ist es. Und jetzt sind sie mit zwei Toren vorne. Hier ist die Szene nochmal. Erst das gelungene Kurzpassspiel. Und dann macht das stark. Unwiderstehlich. Abwehr ist chancenlos, obwohl sie dicht dran sind. Also spitze gemacht. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Muss er runter? Läuft auf jeden Fall nicht mehr ganz rund. So, Pausenpfiff. Das war's in diesem ersten Spielabschnitt. Also, der macht hier bislang einen richtig guten Eindruck. Er ist immer wieder enorm gefährlich und hat ja auch schon getroffen. Pause ist vorbei, das Spiel geht weiter.
Ich glaube, sie sollten ihn rausnehmen. Das sieht nicht gut aus. Dass die richtige Entscheidung war, Fahne ist oben. Verteidigt da den Ballbesitz. Fairer Einsatz hier. Können Sie verkürzen? Kein Problem, den hat er. Ecke kommt in die Mitte. Da muss er doch klären, aber Ball bleibt gefährlich. Er zieht vorbei. Jetzt kann das Tor fallen. Da kommt er gerade noch so an den Ball und lenkt ihn über das Tor. Ecke kommt, aber am Ende kommt doch nichts raus. Eckball. Jetzt kommt die Ecke. Die Abwehr holt sich den Ball. Gute Aktion. Und jetzt ein Schuss. Ah, das ist fast schon eine mühelose Parade. Jetzt müssen Sie aufpassen. Und jetzt ist die Gefahr bereinigt. Ball ist weg. Vielleicht sollten sie ihn runternehmen. Die Verletzung macht ihm wohl doch zu schaffen. Ball kommt rein. Kein Problem hier mit diesem dann doch letztlich harmlosen Ball. Der Angriff könnte was werden. Aktion geht weiter. Den Ball hält er gut. Ecke in die Mitte. Wir spielen erstmal raus. Da ist jetzt der Steilpass. Jetzt die Chance. Drin ist der Ball. Führung beträgt jetzt schon 3 Tore. Sie legen noch einen drauf. Wollen hier gar nichts mehr anbrennen lassen. So, nochmal der Blick auf dieses Tor. Flach kommt die Flanke. Und dann ist es klasse gemacht. Knipserqualitäten, würde ich sagen. Aus kurzer Distanz lässt er dem Keeper keine Chance. Sie können sich hier weiter absetzen mit diesem 3:0. Ich glaube, er ist angeschlagen. Sie sollten ihn vielleicht rausnehmen. Er sucht die Lücke. Schöner Zweikampf.
Rick van Drongelen. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Er spielt steil. Da sagt jeder Keeper, danke, kein allzu gefährlicher Ball. Die Verletzung scheint doch schlimmer zu sein. Er lässt sich da nicht aufhalten. Das könnte durchaus gefährlich werden jetzt. Er hat den Ball gehalten, aber Szene geht weiter. War dann doch zu unentschlossen. Super Parade, kann ich nicht anders sagen. Das war überragend. Das ist abseits und wir müssen schon sagen, ein vermeidbares Abseits. Ja, das haben sie sich selber eingebrockt. Da müssen sie natürlich warten, bevor sie den Ball spielen. Diesen Ballverlust hat er förmlich erzwungen. 10 Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Aber dann verlieren sie den Ball, damit ist die Gefahr erstmal bereinigt. Gentner. Klasse durchgesetzt. Er macht zu. Drei Minuten sind's noch. Uribe. Gentner. Ball ist weg. Ich glaube, sie sollten ihn rausnehmen. Das sieht nicht gut aus. Sie gehen dazwischen. Das Spiel ist aus. Die Gastgeber gewinnen also diese Partie. Das war wirklich eine klasse Leistung heute. Man hat gesehen, was sie drauf haben. Schlicht und ergreifend. Überzeugend. Heute war das wirklich eine gute Leistung. Das war eine starke Leistung heute. Tor gemacht, was will man mehr? Hat sich den Jubel wirklich verdient.